1, dann habe ich getroffen. Wie viel Ja. Schaden mache ich mit der Faust? Ich gucke mal nach, ich glaube, es war eine Ein W6. W4. Ein W4. Ein W4, also ein Dolch macht ein W6, das ist dann der Dolch. Dann ist, ja, dann ist es ein W4 drauf. Also ein W6 mache ich mit der Faust, mit Okay. waffenlosem Kampf auf Novize. Dann mache ich ein D4 Schaden. Das geht auch gegen seine Rüstung, ne? Oder ist das schon vorbei? Jetzt hat er seinen Schutz, wenn er einen hätte. Genau, du sagst, wie viel Schaden du machst und von dem Schaden ziehe ich jetzt deine Rüstung ab und das ist dann der effektive Schaden, den derjenige bekommt. Also bei mir steht jetzt als Rüstung verstärkte Kettenrüstung, Schutz ist 1W8. Das heißt, da könnte man jetzt 1W8 werfen, um zu gucken, wie viel Schaden du davon abziehen darfst, oder wie ist das? Nee, nee, die haben festen Die Wert. haben feste, aber bei mir wäre es ebenso der Fall, ja? Du müsstest dann würfeln. Okay. Ich habe hier bei den NSCs und bei den Kreaturen, die Gegnern, Gut. die haben einen festen Rüstungswert Ja, und okay, gut, damit du nicht festen würfeln Schaden musst. machen. Alles Das werdet klar. ihr dann gleich sehen, wenn sie da mal treffen sollten. Ja, treffe ich, mache ich irgendwie Schaden, fängt an zu bluten? Viel Schaden hast du denn gemacht? Entschuldigung. Vier. Vier. Du triffst ihn, ja, bluten ist ein bisschen übertrieben vielleicht, Schlag in die aber Magenkuhle. ja, genau, so da. Zuckt schon kurz zusammen und macht sich dann bereit, dann, wenn er da wieder dran ist, zu gucken, ob er sich der erwehren kann. Ja. Und dann ist Ansa an der Reihe. Okay, Ansa bewegt sich eigentlich nur auf die Gruppe zu, stellt sich so zwischen die aggressiven Herren in der Kneipe und der angegriffenen Bediensteten da. Ja. Stellt sich eigentlich nur so zwischendrin, macht jetzt selber keine aggressive Handlung, außer dass sie auf denjenigen zeigt, der scheinbar das Beinchen gestellt hat, auch wenn er behauptet hat, er hätte es nicht und dabei dann aggressiv wurde. Ich würde dann gerne all die Führungsfähigkeiten einsetzen und irgendwie es ziemt sich nicht für einen Diener Prius in unserem Land, so mit einer Dame umzugehen. Ihr solltet euch dafür schämen und ich versuche halt die Führungsfähigkeit einzusetzen. Das bedeutet, alle Verbündeten von mir würden dann bei Angriffen auf diese Person plus ein W4 Schaden zufügen. Genau. Und das ist jetzt für die Dauer der Szene. Die Szene ist in dem Fall tatsächlich jetzt der ganze Kampf. Ja, das war jetzt das Aktive. Das hast du quasi aktiv das in deiner Kampfphase Genau, gemacht. also als Bewegung habe ich mich quasi nur so vor die Frau gestellt und dann als Kampfaktion dann halt die Führungsfähigkeit eingesetzt. Ja, und dann ist schon die erste Runde vorbei und jetzt kann Beromo wieder handeln. Ich würde warten, bis der erste von den Typen aggressiv wird, und ihn mir dann schnappen. Ja, alles klar. Hüter. Ich würde den Burschen, den ich da gerade in der Hand habe, nehmen und quasi über meine Schulter und quer durch den Raum irgendwo hinten auf die Tische werfen. Okay. Ich würde sagen, ja, machen wir einfach auch mal über Präzision, ja, doch. Gewandtheit, Stärke, das passt denn da gut. Gegner werfen, mach's einfach mit Stärke. Präzision, ist am einfachsten, glaube ich. Okay. Ist egal. Ja, das würde ich schaffen. Also wieder plus 4 halt, ne? Also Ja. Ich habe eine 2 gewürfelt. Der Zabel hat versucht, also sich halt irgendwie zu wehren, sich loszureißen, aber das gelingt mir halt nicht so richtig gut. Dafür bist du einfach zu stark. Und ja, also ich würde das auch als ganz normalen Nahkampfansicht sehen. Das heißt, ich würde dann ein W4 Schaden machen, ne? Ja. Plus Und plus 1 der ein Resilienz. W4, genau, wegen der Führungsfähigkeit. Ein W4 plus ein W4. Also 2 W4 würfeln. Eine 4 ist das insgesamt. Ist eine 4. Okay.
Ja, du wirfst ihn durch den Raum und er landet dann krachend rücklings auf einem deiner Tische. Alles, was auf dem Tisch stand, an Bier und an Essenresten, fliegt mir links und rechts durch die Gegend. Und ja, damit hast du jetzt dafür gesorgt, dass diejenigen, die da sitzen, ebenfalls aufstehen. Und den Typen, erstmal einer von denen packt halt den Typen und wie schubst ihn irgendwie zurück um in die Menge. Der landet auf dem Schoß von jemand anderem. Und ja, Ladies and Gentlemen, wir haben eine Kneipenschlägerei. der nächste an der Reihe wäre dann Bartholom. Ja, Bartholom ist etwas irritiert und nicht besonders erpicht darauf, sich mit Leuten zu prügeln. Ich überlege gerade, wie ist denn das? Also wie ist denn das Ansehen der Mitglieder des Ordo Magica jetzt in der Landbevölkerung? Werden die eher gefürchtet? Werden die eher? Fang an, dich zu schlagen. Also für jetzt irgendwie hier großartig Magie wirken, gilt das gleiche, wie wenn du jetzt hier mit der Waffe mehr eingreifen würdest. Ja, ich überlege halt eher, ob es irgendwie Eindruck schinden würde, wenn ich aufstehen würde und den, weiß ich nicht, den Mantel so ein bisschen lüften würde und diesen Stein, diesen schimmernden Stein irgendwie entblößen würde. Ob dass er dazu führen würde, dass sie mich auf den Scheiterhaufen stellen wollen oder. Also grundsätzlich ist es so, dass der Ordo Magica ist halt schon angesehener Magierorden. So. Mhm. Und auch wenn die und die Theurgen sich so nicht so ganz zu grün sind, wobei auch bei den Theurgen gibt es dann wieder auch solche und solche, da gibt es dann diejenigen, die tatsächlich sagen, so jeder Magier ist ein Ketzer und wird verbrannt. Und andere sind dann vielleicht ein bisschen mäßiger von der Einstellung her, gemäßigter. Ist schon jemand. Vom Magier schon jemand, dem man ein bisschen mit Respekt begegnet. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass der mystische Fähigkeiten hat und die anwenden kann, ohne durch und durch korrumpiert zu werden. Zumindest hofft man das. Mhm. Aber ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass meine Gefährten gerade Spaß an der Schlägerei haben, oder? Ja, klar. Also nein, der Ritter nicht. Die Frage ist auch, wie viel Aufmerksamkeit du überhaupt noch irgendwie auf dich ziehen kannst. Ja, gerade, eben, genau. Wo irgendwie das große Gedränge und Geprügel irgendwie am Start ist. Also ich glaube, da würde ich aufstehen und während des Aufstehens überlegen, dass ich mich doch besser wieder eher hinsetze und dem Ganzen einfach zuschaue. Weiter trinken, genau. Genau. Unter dem Tisch habe ich gehört. Den Kopf schüttel und genau. Genieß die Show. Okay. Also Bildungsaktion aufstehen, Bildungsaktion hinsetzen. Ja, genau. Alles klar. Kann man mal machen. Gut. Das nützt dir aber nicht so viel, weil einer der Druckenbeute meint, wenn du da so bist, dann bist du ja ein gutes Ziel. Und er macht einen Schritt auf dich zu und will ganz gerne seine Faust in dein Gesicht versenken. Okay. Das heißt für dich, dass du jetzt Verteidigung würfelst, und zwar ist es nicht modifiziert. Präzision gegen Verteidigung. Okay. Aber erfolgreiche Verteidigungsprobe, misslingt der Angriff oder wird vollständig geblockt? Trifft der Angriff, geht es mit Schaden weiter? Ja. Ich ducke mich rechtzeitig. Also irgendwie sehe ich noch, dass diese Faust auf mich zurollt und ich schaffe das irgendwie, mich so halb unter den Tisch zu ducken. Und merke wahrscheinlich, wie die Faust trotzdem auf den Tisch knallt und mein Bierhupen umfällt. Sehr schön. Du machst das auch intuitiv richtig. Also ein Baum möchte eigentlich auch ganz gerne so ein bisschen so ein Erzählspiel sein. Zumindest so ein Erzählspiel-Light nenne ich das mal. Also eigentlich, will auch ein bisschen gucken, was habe ich gewürfelt und ein bisschen versuchen zu beschreiben, wie dann diese Situation ist, die sich halt ergibt. Also deswegen, ja, sehr schön, wie du es gerade machst. Steht vor Orland ebenfalls einer, der gerade geprügelt wurde. Und der versucht sich jetzt zu wehren. Ja, also auch für dich gilt einfach Verteidigungswert unmodifiziert würfeln. Ja. Mein Verteidigungswert ist 6. Mhm. 9. Nicht geschafft. Dann bekomme ich / ein D8. Das heißt, du machst mir jetzt automatisch Schaden und ich darf davon 8 abziehen, richtig? Hast du eine 8 gewürfelt? Ich habe eine verstärkte Kettenrüstung, ich habe eine 8 gewürfelt, genau. Ja, der schlägt nach dir und das macht einfach
quasi klonk, als seine Faust auf deinem Kettenhemd landet. Ja. Also den Schaden, den ihr macht, er steht vor dir und schüttelt jetzt ein bisschen schwertverzerrt die Hand wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Aber ja. Dann, Birmo. Ich glaube, du hast mich gerade übergangen. Aber... Nö, hab ich nicht. Okay. Nee, ich habe ja angesagt, dass ach ja, du hast verzögert, alles klar. Verstehe. Ja, das ist egal. Quasi auf den ersten warte, ja. Der ja. Sich von den Kollegen da löst und den würde ich dann empfangen. Ich habe waffenlosen Kampf auf Adept, das heißt, ich kann einen Doppelangriff gegen ein Ziel machen und würde den quasi irgendwie mit einem Schlag in die Magengrube und wenn er, falls er trifft und sich vorbeugt, irgendwie mit einem Knie ins Gesicht versuchen auszunocken. Das hört sich nach einem Plan an. Ja, dann Präzision genau. Plus 4. Ich muss beide Angriffe getrennt würfeln und treffe auch mit beiden. Das heißt, es gibt erstmal den heftigen Schwinger in den Magen und anschließend ins Gesicht. 5 und eine 2 habe ich für Schaden. 5 für den Schlag in den Magen und 2 für das Knie ins Gesicht. Den treffe ich irgendwie nur so halb mit dem Knie. Ja. Schleife vielleicht irgendwie am Ohr vorbei, als er sich vorbeugt. Vielleicht habe ich auch überschätzt, wie weit er sich vorbeugt. Ja, also du merkst auch schon tatsächlich, der zweite Schlag, das macht ihm gar nichts aus. Der erste tat ihm schon so ein bisschen weh. Dann Ansa, auch auf dich, deine Priesterrobe ignorierend und das, wofür du stehst, kein Respekt vor Prios, versucht einer vor dir stehend, dich zu schlagen. Okay, ja, ihren Schild hat sie jetzt nicht da, also würde ich dann auf Verteidigung 7 würfeln, ja? Mhm. Ja, nein. Gut. Du kannst jetzt deine Rüstung würfeln. Das wäre dann eine 2. Ja, das heißt, du merkst zwar, dass du getroffen wirst, aber der Schaden, also der Schlag macht dir keinen Schaden. Und dann, ja, einer geht so auf Wüter zu, aber hat da so ein bisschen Angst vor seiner eigenen Courage und macht erstmal nichts Wüter gegenüber. Und ich brülle ihm mit weit aufgerissenem Mund einfach entgegen und speie ihm so quasi meinen Sabber ins Gesicht. Dann ist Orlan an der Reihe. Ja, ich möchte auch ganz gerne eine Führungsfähigkeit aktivieren. Das ist eine aktive Fähigkeit und ich kann auf eine Kreatur, also einen Menschen wahrscheinlich zeigen oder einen Gegenstand, ich kann ihn als Ziel bestimmen und Verbündete bekommen dann für die Dauer einer Szene 1W4 Schaden zusätzlich. Oh, ich möchte jetzt ganz gerne auf denjenigen zeigen, der unseren Magier angegriffen hat. Schrei ihn an, wie kannst du es wagen? Ah, er ist noch ein kleines Kind. Richtet ihn. Und möchte mich dann gerne von demjenigen wegdrehen, der mich angegriffen hat. Und mich eher auf denjenigen richten, der unseren guten Magier angegriffen hat, wenn das möglich ist. Also, die Führungsfähigkeit, die hast du jetzt aktiv eingesetzt? Ja, genau. Das heißt, hast du schon eine Bewegungsaktion? Jetzt ist die Sache die, wenn du dich jetzt vom Gegner wegbewegst, ja. Kriegt er einen freien Angriff gegen dich. Darf ich dann den anderen noch schlagen? Nein, weil du deine Kampfaktion genutzt hast, um eine aktive Fähigkeit anzuwenden. Okay, dann soll er mich mal hauen, ist okay. Gut. Dann Verteidigung würfeln. Ja, genau. Ich sollte mir mal das kopieren, dann geht das schneller. 1d20. Ich brauche die 6 und ich habe die 4 gewürfelt, damit habe ich das geschafft. Prima. Ja, also der schlägt nach dir, aber als du dich von ihm abwendest, aber
der vielleicht ist auch schon ein bisschen betrunken, man weiß es nicht. Wahrscheinlich ist er sogar schon ein bisschen betrunken, vielleicht sogar ein bisschen mehr betrunken. Zumindest schlägt er ein kleines Loch neben dir. Dann ist jetzt Ansa an der Reihe. Ja, Ansa wirkt völlig schockiert, dass es tatsächlich jemand wagt, sie als quasi das Wort von Prios auf Erden, dass jemand sie tatsächlich angreift. Und sie ist so entsetzt, dass sie sagt, wie könnt ihr es wagen? Prios steht für Gesetz und Ordnung und wie könnt ihr es wagen, mich anzufassen? Und sie versucht ihm eine zu watschen. Ja, Präzision plus 4. Okay. Ja, mit einer 1 schafft sie das. Ja, prima. Dann würfelt er einen Schaden aus. Das ist dann auch ein W4, nehme ich an. Das sind es 2 W4. Dank Orlan. War das der gleiche Typ, der auf den Magier... Also nur... Nee, genau, dann kriegt er nur ein W4. Das wäre eine 2. Ja, du schallest ihm eine, aber das steckt ja ohne mit der Wimper zu oben weg. Ich kürze an dieser Stelle mal ein bisschen ab. Also wir müssen jetzt so eine Schlägerei nicht auswürfeln, zumindest von meiner Seite aus nicht. Das hatte ich sowieso nicht vor, aber... Wir haben jetzt so ein bisschen verstanden, wie diese Kampfmechanik läuft und dann können wir auch weiter springen. Ich weiß nicht, es sei denn, die anderen wollen das nochmal... Also können wir gerne weiter springen. Dito. Nach einer kurzen Weile, ja, es ebbt dann irgendwann auch die Schlägerei ab. Ihr kriegt immer mit, wie ein großer Lärm zu hören ist. Ihr seht Brennan, den Wirt, der mit einem gusseisernen Schöpfkelle gegen den Topf schlägt, um Lärm zu machen, um sich Verhör zu schaffen. Und er brüllt auch: Wie könnt ihr es wagen? Wir wollen hier schön feiern, wir wollen das Frühjahrsfest feiern und die Geburt meines Enkelkindes, das erste Kind, was hier im Tal geboren wurde, zu hergezogen sind. Und ihr ruiniert mir diesen schönen Abend mit euren elenden Streitereien. Alle raus hier, die hier keine Gäste sind, ich will euch nicht mehr sehen. Los, verpiesel euch, elende Drecksbande, undankbares Pack. Und so nach und nach schleichen sich die Leute raus. Der Schankraum ist in einem keinen schönen Zustand. Es liegt überall, sind Bierlachen zu sehen, Essensreste. Man kann so den Abdruck eines Knödels in diese Soße sehen an der Wand und auch dort, wo er runtergerutscht ist. Es riecht nach schalem Bier, es riecht nach vergossenem Eintopf, nach Wein und nach Schnaps. Ein, zwei Stühle sind zu Bruch gegangen, glücklicherweise keine Tische. Es ist ein heilloses Durcheinander. Brennan entschuldigt sich bei euch für dieses Tuhu-Wabuhu, was hier ausgebrochen ist und für die diese unsagbaren Trunkenbolde und ihren Drang, sich ständig prügeln zu müssen, wenn sie einen Hupen zu viel gehabt haben. Ihr solltet diesen einen Mann auf jeden Fall ein Hausverbot erteilen. Er sollte hier nie wieder sein, denn wer einen Diener Prios angreift, der ist, der schreckt vor keinem Verbrechen zurück. Ja, also er ist da vollkommen bei dir und also auch die Zornesröte steht ihm ins Gesicht geschrieben und er meint, ist es besser, wenn ihr euch jetzt in euer Zimmer begebt, damit wir hier in Ruhe aufräumen können. Nun, ich denke, ich bin bereit für die Nachtruhe, gerade da ich ja mich für die Segnung am Morgen vorbereiten möchte. Und ich denke, meine Gefährten sind da vielleicht einer Meinung mit mir. Ich bin ein alter Mann. Ich habe die Titanen beklettert mehrfach und das tue ich auch immer wieder gerne, um arglose Wanderer zu schützen, aber auch ich muss irgendwann ins Bett. Ich habe auch genug für heute erlebt. Ich bin müde. Du hast doch sowieso schon geschlafen. Ich habe nicht geschlafen. Hätte Beremo dich nicht rausgeholt. Mit einem Bier. Das war kein Schlaf, ich habe ein Zwiegespräch geführt.
3-4 Mal musste ich euch schütteln, weil ihr so tief geschlafen habt. Versunken war ich in einer Art Meditation. Das ist nicht mit Schlaf vergleichbar. Ich bin mir sicher, ihr habt geschnarcht. Auf keinen Fall. Bei uns in der Königsgarde hieß es auch immer, technischer Dienst an den Augen. Aber ja, ich habe meinen Humpen verloren und bin bereit fürs Bett. Geht ruhig, ne? Ja, er komplimentiert euch quasi auf die Treppe rauf ins erste Stockwerk, dort wo eure Schlafgemächer sind. Und schon bald, sobald ihr in den Betten liegt, überfährt euch tatsächlich so die Müdigkeit des Tages, das lange Wandern, die schweren Knochen und das erste Mal seit langer Zeit, dass ihr wieder in einem richtigen Bett liegt. Auch wenn es nur ein einfaches Bett ist, es ist ein richtiges Bett. Es ist nicht nur einfach Untergrund und Wolldecke und spitze Steine und ein richtiges Dach über dem Kopf, nicht euer Zelt oder das Himmelszelt, das vor allem im Winter dann doch euch immer wieder frösten ließ. Und so schlaft ihr recht bald ein. Den Schlaf der Gerechten, wenn man so möchte. Und ihr es so wollt. als ihr plötzlich mitten in der Nacht, ihr wisst, wie lange ihr geschlafen habt, von einem gellenden Schrei geweckt werdet. Ein gellender Schrei, der aus eurem Stockwerk zu kommen scheint. Es ist der Schrei einer jungen Frau, der euch durch Mark und Bein geht. Und dann kriegt ihr mit, wie draußen auf dem Gang Schritte zu hören sind. Ich setze mich erstmal auf und... Offensichtlich geschieht da draußen gerade jemandem ein Leid. Ich habe das Gefühl, dass es richtig wäre, ihm beizustehen. Ich stolper. Ich nehm einen Schuh und schmeiße ihn in Richtung Orlan. Hast du das auch gehört? Ja, ich habe doch gesagt, heute Nacht passiert doch etwas. Beziehungsweise, man muss sich in meinem Alter immer noch einstellen. Ich habe übrigens gesagt, ich werfe einen Schuh, nicht meinen Schuh, gell? Welchen Schuh war es denn? Meiner. Ich stolpe einfach mit einem Schuh. Das war bestimmt einer von meinen. Sollen wir nachschauen gehen? Vielleicht soll ich versuchen, erstmal irgendwie zu lauschen. Hört mal irgendwas vom Flur. Lauschen? Nein, wir müssen bei so einem Schrei, da müssen wir auf jeden Fall nachschauen, was da passiert. Warte kurz. Prios würde das so wollen. Wenn sie nochmal schreit, dann gehen wir. Mittlerweile. Ich würde einfach schlaftrunkend, ohne Schuhe an, wahrscheinlich nur in der langen Unterwäsche zur Tür torkeln. Die lange Unterwäsche, ganz wichtig. Werte Hansa, ja. hört mir zu. Es kann sein, dass Frauen nachts mal schreien. Wenn das ein Schmerzensschrei ist, werden wir das hören. Und dann meldet sie sich gleich nochmal. Und wenn es ein Lustschrei war, dann wird sie versuchen, das zu unterdrücken und dann meldet sie sich nicht nochmal. Es war auf keinen Fall ein Lustschrei. Also Anders wurde direkt, als er von Lustschreien gesprochen wird. Und ihr haltet mich wohl für unbedarft. Nur weil ich im Dienste von Prios bin, heißt das nicht, dass ich von solchen Dingen noch nie gehört habe. So schreit man nicht, wenn man Vergnügen hat. Ich wollte nur am Nein, 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 nein. Da hat eine Frau in Todesangst geschrien und wir dürfen das nicht einfach so nur einfach nur mit anhören und hier weiter schlafen. Nein, so geht das nicht. Also es war ein Schrei des Entsetzens. Also Todesschrei ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war ein Schrei des Entsetzens und das ist definitiv kein Lust- oder Schmerzschrei. Also zumindest kein körperlicher Schmerz. Sieht man und wenn es einmal wieder ruhig ist, dann kann man auch hören, wie draußen auf dem Flur jemand herzerweichend weint und schluchzt. Und man hört ein bisschen Gemurmel, das klingt so nach irgendwie, ja, kann man nicht einordnen, das ist das so, kann man keine Worte verstehen.
Ja, dann greife ich mir mal mein Schwert und stelle mich, weil ich nicht in langer Unterwäsche schlafe, sondern komplett nackt, nackt auf den Flur. Ja, ich hätte unterdessen auch mal durch die Tür gelugt. Ja, wenn du dann die Tür so einen Spalt aufmachst, siehst du auf dem Gang, der von so ein paar Laternen erhellt wird, Nora stehen, die Frau des Wirtes, ihr zu Füßen, ihre Beine umklammernd, in ein Nachtgewand gekleidet und herzzerweichend, herzzerreißend, weinend und immer wieder schluchzend. Eine junge Frau, die du zuvor noch nicht gesehen hast. Man kann aber ahnen, dass es sich dabei wohl um die ältere Tochter von ihr zu handeln scheint. Sie hat eindeutig das Haar ihrer Mutter, aber eher die Statur ihres Vaters. Eher ein bisschen hochgewachsen und schlank. Euch gegenüber siehst du eine Tür aufstehen. Dort ist wo ein Teil von der Privatgemächer. Du kannst sehen, dass Brennan, der Wirt, vor einer Wiege steht. Er hat in der einen Hand einen Pfeil und in der anderen Hand irgendwas anderes. Die Handfläche so offen und er starrt wie paralysiert auf diese Wiege.